Phoenix persönlich. Mein heutiger Gast ist Dr. Heinz Wilhelm Esser, bekannt als Fernseharzt Doc Esser. Er kennt die Corona-Pandemie gleich aus drei Perspektiven. Er ist der Leiter der Covid-19-Station am Sana-Krankenhaus in Remscheid. Er veröffentlicht einen regelmäßigen Podcast über Corona beim Westdeutschen Rundfunk und er hat vor einigen Monaten die Krankheit selbst durchlitten. Herzlich willkommen bei Phoenix. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir sind hier in Köln, ganz in der Nähe Ihrer Wohnung, in einem Ausflugsrestaurant am Adenauerweiher, ja, das Corona-bedingt natürlich geschlossen ist. Hier bin ich gestern noch gerannt. Die Nachricht der Woche, der Impfstoff von BioNTech und Pfizer erscheint zu wirken. Ist das der Durchbruch, der Anfang vom Ende der Pandemie? Also ich freue mich natürlich drüber und ich bin hier Optimist und gehe davon aus, dass die Kollegen und Kolleginnen da wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Nichtsdestotrotz, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Warum? Es sind noch keine wirklichen Daten veröffentlicht worden, sondern erstmal nur die Pressemitteilung. Da wird von einer 90-prozentigen Effizienz gesprochen. Aber es geht ja auch darum, ja, wie wirkt der Impfstoff denn jetzt in den verschiedenen Altersgruppen beispielsweise? Das heißt, bei den älteren Herrschaften, wo man ja weiß, dass die Impfantwort meistens etwas schwächer ausfällt wie bei den jüngeren Menschen. Man weiß noch nicht, wie lange hält denn auch die Impfantwort an? Das heißt, wie lange bin ich auch tatsächlich immun? Das sind natürlich jetzt alles Fragen, die erst noch geklärt werden müssen. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich eine tolle Sache und es gibt ein bisschen Hoffnung in diesen gerade düsteren Zeiten. Wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Mhm. Zunächst mal Wirkungsgrad von über 90%. Mhm. Wie stellt man sowas überhaupt fest? Naja, es geht ja darum, wie viele Patienten gerade geimpft worden sind mit diesem Wirkstoff. Das waren 44.000. Da gab es auch wiederum eine Gruppe, die nicht geimpft worden sind, beziehungsweise mit einem Placebo versehen worden ist. Und dann hat man sich angeschaut, naja, wer bildet die Antikörper, wer kann tatsächlich sich nochmal infizieren. Und da hat man eben gesehen, dass ein Großteil sich eben nicht infiziert hat, dass die Antwort bei derer, die mit diesem neuen Impfstoff dann eben geimpft worden sind, sehr gut war. Und die haben sich eben wenig angesteckt an Corona. Dadurch hat sich diese 90-prozentige Effektivität ergeben. Wie gesagt, man muss vorsichtig sein. Die genauen Zahlen liegen wir auch noch nicht vor. Das ist natürlich spannend. Auf den ersten Blick klingt 90% Sicherheit ja gar nicht so gut. Aber das ist doch gut. Warum? Doch, das ist richtig gut. Man muss ja überlegen, die meisten Impfstoffe haben ja nur eine Effektivität von 50%, teilweise weniger. Wir denken zum Beispiel an unsere jährliche Influenza-Impfung. Wir hängen ja immer ein bisschen hinterher. Bei Influenza ist das Problem, dass das Virus immer wieder mutiert. Es gibt immer wieder neue Unterformen, auf das dann wiederum reagiert wird, sodass der Impfstoff meistens nicht ganz so effektiv ist, wie wir uns das wünschen. Dann, wie gesagt, hängt es auch davon ab, wie gerade das Impfverhalten der Menschen ist, wie viele Menschen werden tatsächlich durchgeimpft und wie ist dann deren Impfantwort wiederum. Bei Älteren fällt die meistens etwas schwächer aus. Man wird niemals einen Impfstoff haben, der 100-prozentig wirkt. Man will das ja hier nochmal etwas sicherer gestalten, deswegen ja auch die zweimalige Impfung. Wie sicher wird denn gewährleistet, dass der Impfstoff am Ende nur wenige oder am besten gar keine Nebenwirkungen hat? Ja, also der normalerweise, und das fragen sich ja momentan auch viele Laien, wie kann ein Impfstoff so schnell hergestellt werden? Man sagt ja normalerweise, dauert die Herstellung 8 bis 15 Jahre von der Grundidee bis zur Zulassung. Jetzt ging das Ganze innerhalb von wenigen Monaten. Man ist aber auf ein zumindest bewährtes System im Kopf zugegangen. Das ist eben diese mRNA-Impfung. Zum ersten Mal wird jetzt ein Impfstoff zugelassen, der eben auf diese Wirkungsweise basiert. Da kommen wir gleich noch zu. Letztendlich sind ja aber sonst die wichtigen Phasen einer Studie durchlaufen worden. Phase 1, Phase 2, Phase 3 Studien. In der Phase 1 Studie geht es darum, wirkt der überhaupt? Das heißt, kommt es zu einer Immunisierung des jeweiligen Geimpften. In der Phase 2 schaut man nach der richtigen Dosierung und vor allen Dingen auch nochmal nach Nebenwirkungen. Und in der großen Phase 3-Studie, wo dann wirklich Tausende von Menschen durchgeimpft wird, da schaut man dann die optimale Dosierung und natürlich, wie ist denn jetzt bei einem großen Klientel mit Patienten, die älter sind, die erkrankt sind, wie ist da die Nebenwirkungsrate? Wenn man jetzt dem Pharmakonzern glauben kann, ist hier die Nebenwirkungsrate sehr, sehr gering. Trauen Sie sich zu erklären, wie dieser Wirkstoff wirkt, aber ohne dass ein normaler Zuschauer völlig aussteigt? Nein, das ist ganz einfach eigentlich. Und zwar ist das RNA. RNA ist nichts anderes, als dass ich eine Skizze kriege, die in den Patienten reingespritzt wird von einem Bestandteil des Virus. In diesem Fall ist es die Oberflächenprotein, was in dieser Skizze, in dieser RNA drin ist. Das ist letztendlich eine genetische Information, die kann in unseren Zellen ausgelesen werden. Und der Körper baut dieses
Ding dann nach, stellt dann fest, oha, das gehört aber gar nicht zu mir und bildet daraufhin die Antikörper. Jetzt haben natürlich viele, viele Menschen Angst, es geht um genetische Information. Kann das jetzt in unsere DNA eingebaut werden? Nein, kann es natürlich nicht. Dazu müsste es eben ein DNA-Impfstoff sein. In diesem Falle ist es nichts anderes als wirklich ein Bauplan von einem Teil des Coronavirus, was aber eben spezifisch ist. Also an der Stelle Entwarnung. An was könnte denn dieser Impfstoff jetzt noch scheitern? Naja, im Moment sieht es ja so aus, dass er sehr schnell von der amerikanischen Zulassungsbehörde zugelassen wird. Auch unsere europäische Zulassungsbehörde wird da wahrscheinlich wenig entgegensetzen, wenn sich tatsächlich das sich jetzt auch weiter bewahrheitet. Darum geht es jetzt erstmal. Das heißt, zeigt er sich jetzt auch so effizient über die ganzen Altersgruppen? Sind die Nebenwirkungen wirklich so gering wie vorbeschrieben? Und ansonsten scheitert es eigentlich eher daran, wie schnell sind jetzt wirklich die Impfdosen denn dann vorrätig und wer wird dann auch geimpft? Also in welcher Reihenfolge gibt es da? Auch da gibt es ja unterschiedliche Meinungen und Haltungen. Ja. Jetzt sind wir mal ganz optimistisch. Also das läuft jetzt alles ohne große Zwischenfälle. Dann kann man in Deutschland Ende Dezember oder im Januar vielleicht mit dem Impfen beginnen. Ja. Wie lange würde das denn dann dauern, bis man sagen kann, jetzt sind ausreichend geimpft, zumindest ausreichend von den Risikogruppen, jetzt können wir die Beschränkungen, die Maskenpflicht abschaffen. Gehen Sie mal von 2-3 Jahren aus. Ja, also es sind ja doch mehr Menschen in Deutschland, die zu den Risikogruppen gehören. Das sind knapp 23 Millionen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, die zur Hochrisikogruppe gehören. Die müssen erstmal durchgeimpft werden. Dafür brauche ich eine zweifache Impfdosis. Die muss da sein vor Ort und da muss ich die natürlich auch noch verimpfen. Das kriegen Sie nicht innerhalb von der Woche hin. Dementsprechend, das braucht erstmal Zeit. Und dann sagen ja auch viele, ja, Moment mal, es dürfen nicht nur die Risikogruppen sein. Wir wollen auch den wirtschaftlichen Schaden so klein wie möglich halten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir natürlich auch diese Leute geimpft bekommen, die dann impfwillig sind. Und die dritte Gruppe sagt dann immer, ja, Moment mal, aber die Ärzte und die Krankenschwestern, die sich ja mit den Corona-infizierten Patienten ja nun auch auseinandersetzen müssen, die brauchen das ja auch so schnell wie möglich. Also ich bin da extrem entspannt und sagt, wir müssen uns einfach mit der Situation abfinden, dass das wirklich einfach noch Jahre dauern wird. Auf jeden Fall wird dieser Impfstoff keinen Einfluss haben auf die Pandemieentwicklung in den nächsten Monaten im Winter. Das heißt, wir leben mit den Beschränkungen, wir leben mit dem Lockdown, dem Teil-Lockdown, den wir im Moment haben. Wie beurteilen Sie das denn? Ist der richtig? Ist der zielführend? Ist der angemessen? Ich habe den zuerst sehr kritisch gesehen. Einfach, weil ich eher das Gefühl hatte, dass ja ein Aktivismus betrieben wird, dass Schuldenböcke gesucht werden, Gastronomie, Theaterbesuche, Kultur, wo ich eigentlich gar nicht so die Gefahr gesehen habe. Mir ist dann aber klar geworden, dass es hier um was anderes geht. Wir haben eine wahnsinnige Corona-Müdigkeit, insbesondere auch bei den jüngeren Menschen, die sagen, mein Gott, wenn ich halt krank werde, werde ich halt krank. Insbesondere die Letalität, die wird ja immer wieder herangeführt, ist ja gar nicht so hoch. Also diese Corona-Müdigkeit musste durchbrochen werden und das ging jetzt eigentlich nur mit einem Signal und das Signal ist durch diesen Lockdown-Light gesetzt worden. Dementsprechend, egal wie man jetzt zu diesen Maßnahmen steht, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, pass mal auf, das ist auch irgendwo Demokratie. Das ist jetzt entschieden worden und wir sind Demokraten, wir halten uns an dieser Stelle daran und versuchen das Beste rauszuholen. Ansonsten hat das alles nichts gebracht und das wäre wirklich fatal für die Theater oder für die Gastronomen, die jetzt zumachen müssen vielleicht. Das Problem ist, dass wir bei 75% der Infizierten gar nicht wissen, wo die sich infiziert haben. Wie sieht denn das bei Ihnen an der Klinik aus, bei den Patienten, die zu Ihnen kommen? Ja. Haben Sie da einen Überblick, wo haben die sich angesteckt? Ja. Also ich betone wirklich, dass das eine rein sehr subjektive Meinung jetzt meinerseits ist. Also einfach nur meine paar Patienten, die ich sehe, wobei ich natürlich sehr, sehr viele Patienten gesehen habe. Wir hatten in Remscheid eben viele Infizierte und da waren es wirklich vor allen Dingen die Familien, die sich wirklich in der Familie angesteckt haben, die sich auf Familienfeiern angesteckt haben, teilweise eben auf großen Familienfeiern, wo dann einfach nicht mehr auf die Regeln geachtet worden sind, wo die Hygieneetikette nicht mehr eingehalten worden ist und wo eben teilweise eben auch, ich sag's mal so, ein sehr läppscher Umgang war. Das heißt, wir haben teilweise wirklich Verläufe gesehen, wo die Kinder, die erwachsenen Kinder bereits mit dem Verdacht auf Corona getestet worden sind, aber dennoch die älteren Herrschaften zu Hause besucht haben und diese angesteckt haben. Und die haben dann wirklich dramatische Verläufe gehabt. Es wird ja sehr diskutiert, ob es richtig ist, dass man versucht, die Schulen im Präsenzunterricht offen zu halten. Wie sehen Sie das? Ja, ist für mich A und O, das ist das Wichtigste. Also ich glaube, wir haben jetzt zum einen festgestellt, dass viele, viele Kinder den Anschluss verpassen, weil einfach viele Eltern nicht in der Lage sind, ein vernünftiges Homeschooling durchzuführen.
Zum anderen ist es eben auch wichtig, dass Kinder auf Kinder treffen und sich mit ihnen auseinandersetzen. Also da geht es ja auch viel um Psyche. Ich habe selber vier Kinder, wovon Sie reden. Ja? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir konnten ja zum jetzigen Zeitpunkt feststellen, dass Schulen nicht wirklich der Hotspot sind. Wir haben zwar immer wieder verschiedene Locations, wo man dann sagt, okay, wir mussten jetzt hier Klassen schließen oder wir mussten jetzt hier auch mal eine komplette Stufe in Quarantäne stellen. Aber die Studienlage ist auch da relativ deutlich geworden. Wir müssen unterscheiden zwischen jüngeren und älteren Schulkindern, das heißt Grundschule, Kitas. Da scheint es momentan so zu sein, dass von den Kindern keine Gefahr ausgeht. Es geht ja immer darum, zum einen infizieren sich die Kinder und vor allen Dingen geben sie es weiter. Bei der Influenza, bei der Grippe ist das sehr, sehr klar. Da können sich die Kinder wunderbar infizieren und die geben die Grippe auch wunderbar an ihre Eltern, an ihre Großeltern weiter. In diesem Falle gab es aber wirklich viele auch gute Studien, die gezeigt haben, junge Kinder, die scheinen sich zwar zu infizieren, sind aber deutlich weniger und sie scheinen auch nicht als Vektor zu fungieren. Oft ist es dann doch eher der Erwachsene, der es, wenn überhaupt, aufs Kind überträgt, aber nicht andersrum. Deswegen ist da wirklich meine Meinung, Grundschulen können offen bleiben, Kitas auch. Ab den Gymnasien und den weiterführenden Schulen muss man nochmal sehr differenziert beobachten, kann man eventuell ab der Mittel- oder Oberstufe dann auf den digitalen Unterricht zurückgreifen, wenn es denn sein muss. Es gibt eine neue Studie von Ärzten am Klinikum Hochrhein, die wollen herausgefunden haben, dass im Frühjahr, in der Hochphase der Pandemie, die Übersterblichkeit, die es in Deutschland oder die es da am Hochrhein gab, nur zur Hälfte auf Covid-19-Tote zurückzuführen war. Und fast genauso viele Tote sind gestorben, weil Operationen und notwendige Arztbesuche bei ganz anderen Krankheiten aufgeschoben wurden. Nee, Mich würde halt interessieren, Sie arbeiten ja auch am Krankenhaus. Deckt sich das mit den Erfahrungen bei Ihnen? Also, definitiv kann ich sagen, das wird stimmen. Also wir werden eine Übersterblichkeit dadurch gehabt haben, dass viele Patienten notwendige Operationen nicht haben. Und jetzt ist der Unterschied, durchführen lassen. Also es gab zu keinem Zeitpunkt in Deutschland ein Krankenhaus, was nicht eine notwendige Operation durchgeführt hätte. Dazu gehören zum Beispiel akute Herzinfarkte. Ja, also wenn zum Beispiel eine Koronarangiographie, der Herzkatheter durchgeführt werden muss. Die Bypass-Operation, wenn sie denn tatsächlich jetzt gerade notfallmäßig war, die Gehirnblutung. Das sind alles Sachen, die wurden und werden nach wie vor durchgezogen. Das müssen wir machen, da geht es um das Leben des Patienten. Was wir aber feststellen, ich bin eben auch kardiologisch tätig, ist, dass viele Patienten kardiale Kontrolltermine, kardiale Probleme zu Hause ausgesessen haben, aus Angst vor einer Corona-Infektion. Und das ist ein Schuss, der natürlich furchtbar nach hinten gegangen ist. Dadurch ist es bei vielen zu einem sehr schnellen, fatalen Verlauf gegangen. Zum Beispiel ist ihre Herzschwäche stärker geworden und sie sind letztendlich daran verstorben oder tatsächlich auch an akuten Verläufen, einem Herzinfarkt beispielsweise. Also ja, wichtig, wir halten fest, wenn Menschen sterben, dann sterben sie nicht, weil die Krankenhäuser sie nach Hause schicken, sondern sie sterben deswegen, weil sie selber aus Angst sagen, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Das ist der Gros der Menschen, die einfach gesagt haben, ich traue mich einfach gerade das nicht. Es gibt Operationen, elektive Operationen, die können geschoben werden. Das Hüft-OP oder so. Beispielsweise, da sind, ich sag mal, nur in Anführungsstriche die Schmerzen, die eigentlich zur Operation drängen. Aber die anderen Operationen, die dringend sind, die werden auch gemacht. So, und da muss man auch hier wirklich appellieren, auch, dass die Leute auch nach wie vor bitte ihre Kontrolltermine oder ihre Beschwerden ernst nehmen. Wenn ich zu Hause mit Luftnot sitze und meinem typischen Druck auf der Brust, dann geht es bitte ins Krankenhaus und das sitzt man nicht aus. Das geht nach hinten los. Jetzt gibt es ja eine Minderheit, die sich zu Wort meldet, die sagt, die gesamten Corona-Maßnahmen, die Maskenpflicht, der Lockdown, das ist alles unnötig. Was halten Sie davon? Ja, das ist ja Quatsch. Das kann man so nicht sagen. Sondern es hat ja schon gezeigt, sobald diese Maßnahmen eingeführt worden sind, hat man auch eine Abnahme der Infektionen gesehen. Und auch, ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan mit den Masken. Einfach aufgrund des teilweise falschen Handlings des Laien. Also wenn man eben sieht, dass bei manchen die Maske in der Hosentasche verschwindet, dann wird die wieder aufgekrusselt. Das sind natürlich auch Infektionsherde. Nichtsdestotrotz, auch da ist jetzt eigentlich auch die Studienlage sehr, sehr eindeutig. Die normale Mund-Nasen-Maske verhindert eben doch einen Teil der Übertragung. Einfach deswegen, weil ich, wenn ich in einem geschlossenen Raum sitze, wo viele Leute sind, dann geht die Aerosolwolke nach oben oder nach hinten raus. Wenn ich niese, wird eben ein Teil
in der Maske abgefangen. Und deswegen muss man all diese Maßnahmen zusammen als großes Puzzle begreifen. Und das schützt uns tatsächlich vor Infektionen. Was ist mit der Idee, wir schränken nicht das Leben der gesamten Bevölkerung ein, sondern schützen die Risikopatienten. Könnte das, die Risikopatienten und die Hochbetagten, könnte das funktionieren? Ja, wie wird das denn aussehen? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also wir haben die Stadt Tübingen, da ist Oberbürgermeister Boris Palmer, der hat gesagt, wir versuchen da einiges. Die haben allen Bürgern über 65 Jahren eine kostenlose FFP2-Maske zur Verfügung gestellt. Die älteren Bürger müssen nicht den Bus und Bahn benutzen, sondern können Sammeltaxis benutzen. Es gibt reservierte Einkaufszeiten im Supermarkt. Können Sie in diese Richtung gehen? Generell finde ich das eine sehr, sehr gute Idee, wenn sie denn noch draufkommt. Ich kann es nicht darauf beschränken. Das führt nämlich schon zu einer sehr schnellen Isolation und ich finde auch zu einer Stigmatisierung. Also ich würde mich da sehr, sehr eingeschränkt fühlen, wenn man mir sagt, du bist zu alt, du bist zu krank. Deswegen haben wir für dich ein paar kleine Korridore gebohrt, von denen du dich aber nicht entfernen darfst. Sondern das sollten zusätzliche Optionen sein. So wäre das ja in Tübingen. Ist ja in Tübingen freiwillig. Das ist toll. Das finde ich super und so kann man auch weiter arbeiten. Insgesamt jetzt zu sagen, pass mal auf, aufgrund deiner Komorbiditäten, aufgrund deiner Vorerkrankung musst du schauen, dass du dich schützt oder wir versuchen dich zu schützen, indem wir dich zu isolieren. Das ist Quatsch, das geht nicht. Professor Bakhti ist ja sowas wie der Vordenker der Corona-Kritiker. Ich weiß, dass Sie sich intensiv mit seinen Thesen auseinandergesetzt haben. Was halten Sie davon? Ja, ganz im Ernst, die Thesen sind, er ist ja kein Corona-Leugner. Er wird ja leider oft missbraucht, sondern er sieht es eben nur deutlich harmloser. Ich würde gerne jetzt mal ein aktuelles Statement von ihm haben. Ich habe länger nichts mehr gehört, wo wir ja doch nun einen dramatischeren Verlauf sehen als zu Pandemiebeginn. Also die zweite Welle hat uns härter getroffen. Ich habe deutlich mehr Patienten stationär zu versorgen. Ich habe deutlich mehr Patienten intensivmedizinisch zu versorgen und sehe auch das Sterben. Das ist nicht zu verleugnen. Wir haben jetzt auch gute Vergleiche. Wir haben erste Zahlen. Jeder kennt noch so die harte Grippewelle 2017, 2018. Da hatten wir pro Woche zu Höchstzeiten knapp 1300 Menschen mit respiratorischen Infekten auf der Intensivstation liegen. Jetzt sind es 2400. Also es ist schon einfach eine dramatisch höhere Zahl. Wir wissen, dass wir doch jetzt mit protrahierten Heilungsverläufen zu rechnen haben. Bei vielen jungen Menschen. Wir wissen, dass es zu kognitiven Defiziten kommen kann. Also das sind alles so Dinge, die sind ja jetzt aufgeploppt und die würde mich wirklich interessieren, ob er das Ganze noch so harmlos sieht als vor knapp 8 Monaten. Ja, vielleicht hilft an der Stelle ja ein genauerer Blick, wie es bei Ihnen auf der Covid-Station aussieht. Was erleben Sie denn da tagtäglich? Es ist tatsächlich so, dass eben viele Menschen in einem sehr jungen Alter und in einem scheinbar noch ganz guten Zustand zu uns kommen. Junges Alter ist bei mir zwischen 20 und 50 Jahre alt. Wie viel Prozent Ihrer Patienten sind unter 50? Momentan würde ich sagen, also August, September war es der größte Teil, da war es 70-80%. Jetzt leider merkt man, dass die Zahl der Neuinfektionen so hoch geworden ist, dass es jetzt wieder hochschwappt zu den Älteren. Das heißt, jetzt werden es so 60-70% der Jüngeren sein und dann kommen die anderen 30%, die dann zwischen 50 und höher liegen. Die haben dann aber auch von vornherein oft einen deutlich schweren Verlauf, der dann eben auch auf der Intensivstation dann endet. So, man muss sich das eben so vorstellen, da liegen wirklich dann junge Menschen mit teilweise dramatischen Veränderungen der Lunge, wo man wirklich beidseitig befallene Lungenflügel sieht mit vielen massiven Infiltraten, die dann eben auch dafür sorgen, dass diese massiv in der Atmung beispielsweise eingeschränkt sind. Und da haben wir natürlich die Sorge als Pneumologen, wie sehen da die Langzeitfolgen aus? Ja, wird sich das komplett wieder zurückbilden oder muss ich damit rechnen, dass diese jungen Menschen alle eine sogenannte Lungenfibrose bekommen? Da wird im Prinzip das momentan wichtige Gewebe, wo der Sauerstoff über ausgetauscht wird, ersetzt durch nutzloses Bindegewebe. Es sieht ganz gut aus. Die ersten Beobachtungen, die wir zeigen, zeigen, dass das sich alles wieder zurückbildet, aber furchtbar langsam. Also dementsprechend sehe ich das eher schon ernst. So, und bei den Älteren, da kann es sein, dass sie wirklich noch stehend in die Ambulanz kommen, sagen, ich habe eine Luftnot seit 2-3 Tagen. Und wir stellen dann aber fest, dass sie von der Sättigung furchtbar schlecht sind, die Sauerstoffsättigung. Wir sprechen von den Happy Hypox, von den glücklichen Hypoxämischen, also die gar nicht merken, dass die jetzt schon seit längerem mit Sauerstoff unterversorgt werden. Und das sind Patienten, die dann meistens sehr schnell ins Koma gelegt werden und intubiert werden müssen und die dann einen irre langen Verlauf auf Intensivstationen zeigen mit teilweise tödlichem Ausgang. Geben Sie uns mal einen Überblick. Wie viele Covid-19-Patienten haben Sie in Ihrer Station behandelt und wie viele davon sind gestorben? Also das kann ich Ihnen ziemlich genau sagen. Wir haben jetzt knapp 100, 110 im Verlauf der Pandemie, habe ich selber
mit behandelt und gesehen. Dadurch, dass ich nicht immer auf der Intensivstation bin, beziehungsweise die Intensivstation einen Intensivmediziner hat, habe ich natürlich nicht die ganz dramatischen Verläufe selber miterlebt, aber auch da kenne ich die Zahlen, die orientieren sich. Ja, insgesamt bei Ihnen. Die orientieren sich, da ist jeder Zweite, der intubiert ist, ist auch verstorben. Was ist denn so dramatisch bei den Verläufen bei Covid-19, dass so viele Menschen sterben? Das ist ja unglaublich viel, dass 50% sterben. Ja, beatmet, ne? Beatmet, das sind die, die sterben. Das liegt daran, dass Covid sich als systemische Erkrankung demaskiert hat. Wir haben es bisher nur als eigentliche Lungenerkrankung abgetan in der ersten Hälfte der Pandemie und sie auch so behandelt wie Pneumologen, Intensivmediziner halt eine sogenannte atypische Lungenentzündung auch behandeln. Dann ist sehr schnell klar geworden, oh, wir haben hier Veränderungen der Blutgerinnung, wir haben hier ausgeprägte hohe Thromboseraten, die teilweise Lungenembolien hervorgerufen haben, die teilweise einfach vermehrte Schlaganfälle hervorgerufen haben, aber auch zusätzlich Infarkte, sodass sich unser Behandlungskonzept etwas geändert hat. So wird mittlerweile jeder Patient, der auf die Intensivstation kommt, sehr stark blutverdünnt. Wir fangen sehr früh an eben mit der Beatmung. Es war immer unklar, welche Beatmungsform ist die richtige. Es wird jetzt mit dem Dexamethason, einem uralten Cortisonpräparat, wieder therapiert bei den Patienten, die schwer krank sind. Und das hat uns zumindest geholfen, dass wir viele stabilisieren konnten. Kann man denn da richtig einen Unterschied sehen, dass die Todesrate, die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus, dass die Schwere der Krankheit zurückgegangen ist im Vergleich zum Frühjahr? Also wir sehen schon, dass wir dadurch eine Besserung haben und dass wir viele Patienten, die wir sonst vor einem halben Jahr wahrscheinlich aufgegeben hätten oder aufgeben mussten, jetzt nochmal stabilisieren konnten. Dadurch ist auch die Todesrate zurückgegangen. Das sehen wir auch anhand der Zahlen, was ja auch glücklich ist. Ja. Im Vergleich zu Neuinfektionen, im Vergleich zu Intensivaufenthalten sind wir da ja momentan etwas besser. Die richtigen Zahlen werden wir allerdings erst in einem halben Jahr sehen. Aber rein jetzt aus meinem subjektiven Gefühl, ja, wir können da jetzt momentan viel besser therapieren. Wie sieht es bei Ihnen in Remscheid aus? Droht die Intensivstation einfach im Chaos unterzugehen, weil viel zu viele Patienten kommen? Nein, aber wir haben schon da zu kämpfen, wie viele andere Häuser auch, die in Hotspots letztendlich ihren Standpunkt haben. Wir besprechen uns, wir haben natürlich auch unsere Strategiekonzepte. Nein, aber die kann jederzeit kommen. Das ist ja das große Problem. Ja, nur weil wir jetzt momentan unsere Patienten sehr gut versorgt bekommen, weil wir eben noch genug Bettenkapazitäten haben, kann ja immer wieder irgendwo ein Hotspot aufploppen, der uns dann letztendlich an die Wand drückt. Das kann jedem Krankenhaus passieren und da muss man eben sehr vorsichtig sein. Deswegen muss ich da Professor Janssens auch recht geben. Es wäre wahrscheinlich in manchen Städten nicht schlecht, wenn die Krankenhäuser doch die Möglichkeit hätten, eben Betten auch vorrätig zu haben, die natürlich dann auch subventioniert werden durch die Politik, so wie das im ersten Halbjahr der Pandemie auch dann auch da war. Das muss sich ja irgendwo wirtschaftlich darstellen. Ne? Ich habe es zu Beginn der Sendung ja schon erwähnt, Sie haben die Krankheit selber durchlitten im Frühjahr. Wie verlief denn bei Ihnen die Krankheit? Ich kann es nicht genau sagen. Bei mir war es ein indirekter Nachweis der Erkrankung. Ich hatte im Mai, Juni plötzlich Einblutungen. Man spricht von kleinen Petechien an den Streckseiten meiner Schienbeine. Und daraufhin bin ich zu einer Hautärztin gegangen, die sich das angeguckt hat und die hat die Diagnose Vaskulitis gestellt. Eine Vaskulitis ist eine Gefäßentzündung, die durch ein verändertes Immunsystem getriggert wird. Also letztendlich eine Autoimmunerkrankung, die sehr oft durch virale Infekte in Gang gesetzt wird. Daraufhin wurde ein Antikörpertest bei mir durchgeführt auf Corona, der dann mit einem sehr hohen Titer sich positiv zeigte. Also ich versuche das zu verstehen. Sie haben gar nicht gemerkt, als Sie die Krankheit hatten, plötzlich hatten Sie, lange nachdem die Krankheit vorbei war, plötzlich Langzeitfolgen. Ich gehöre zu den Leuten, die einen sehr, sehr milden Verlauf hatten. Ich kann mittlerweile eruieren, wann das ungefähr sein könnte. Das war wohl um die Osterzeit. Ich bin da ins Freie geschickt worden, weil ich da schon sehr lange auf Corona-Station gearbeitet habe und ich fühlte mich, wie eigentlich jeder andere, am ersten Tag seines Urlaubes unglaublich erschöpft und die nächsten 3-4 Tage auch, hatte aber sonst nichts anderes und habe das einfach darauf zurückgeführt, ich bin jetzt raus, jetzt fällt der ganze Stress von mir ab und das ist einfach das Zeichen, dass ich einfach ein bisschen überarbeitet war. Jetzt in Zusammenschau würde ich sagen, nee, das ist dieses Fatigue,
diese wahnsinnige Abgeschlagenheit, die viele Corona-Patienten eben auch beschreiben, die mich da wahrscheinlich gefasst hatte. Und das war wohl wahrscheinlich meine Erkrankung. Jetzt muss man an der Stelle sagen, dass Sie sehr, sehr sportlich sind. Sie waren mal Bundesliga-Leistungssportler. Sie betreiben nach wie vor jeden Tag Ausdauersport. Ja. Also an der Fitness liegt es nicht. Definitiv und trotzdem nicht. Hatten Sie diese Langzeitwirkungen. Inwiefern schränkt Sie das jetzt noch ein und gehen diese Langzeitwirkungen zurück oder bleiben die immer? Also die Vaskulitis hat mir Angst gemacht. Die Vaskulitis ist keine harmlose Erkrankung, die letztendlich jedes Organsystem befallen kann. Das heißt, da kann auch mal die Niere von befallen sein. Es kommt zu einer Gefäßentzündung der Arterien und Venen, die die Niere versorgen. Dadurch kann eben auch mal eine Niere in eine Niereninsuffizienz enden, in einer Dialyse oder Blutwäsche. Das kann aber auch überall stattfinden. Das kann am Herzen stattfinden, das kann eben auch am Kopf stattfinden. Deswegen musste ich da wochenlang hochdosiert Cortison systemisch zu mir nehmen, also in Tablettenform, was natürlich nicht unbedingt mein Wunsch war. Und ich habe eben auch noch postinfektiös mir ein Belastungsasthma angelacht. Sprich, ich muss auch jetzt immer noch einen Cortisonspray nehmen, wenn ich beispielsweise Sport treiben möchte. Das ist übrigens auch ein Phänomen, was wir momentan bei vielen, vielen anderen, gerade jungen Menschen feststellen. Wir dürfen ja noch nicht von Langzeitfolgen reden. Dafür ist das Ganze noch zu kurz. Wir dürfen auch noch nicht sagen, dass Corona auf jeden Fall etwas nach sich zieht. Aber Professor Welte zum Beispiel hat sich dazu hinreißen lassen, dass er schätzt, 1-3% aller Menschen mit einer Corona-Infektion werden wahrscheinlich neue Krankheiten generieren beziehungsweise haben einen sehr, sehr langsamen Heilungsverlauf. Und hier die Uniklinik in Köln macht zum Beispiel eine ganz, ganz spannende Studie. Hier werden Hochleistungsathleten, Sportler, Kadersportler, Olympioniken, die in dem letzten halben Jahr an Corona erkrankt waren, nachkontrolliert. Die werden regelmäßig einbestellt, bekommen verschiedene Untersuchungen des Herz-Kreislauf-Systems, weil eben auch da die Frage bestand, warum brauchen die so lange, um sich zu erholen? Und warum haben nach wie vor viele Sportler noch subjektive Probleme wie Lufthunger, Luftnot, Leistungsminderung. Das sind, glaube ich, sogar Bundesliga-Profis mit dabei. Da ist alles bunt gemischt dabei. Wie gesagt, da sind Olympioniken, Hochleistungssportler dabei. Und das ist natürlich eine ganz spannende Studie, weil die ja letztendlich das Brennglas darstellen. Man kann davon natürlich auch sehr, sehr viel auf uns Normalsportler dann auch ableiten. Der Bundespräsident hat sich auch mit den Langzeitfolgen beschäftigt. Er hat einige ehemalige Covid-Patienten eingeladen und sich über den Krankheitsverlauf berichten lassen. Da waren Sie auch dabei vor ein paar Tagen. Was haben Sie denn dem Bundespräsidenten erzählt? Es war ein sehr, sehr schönes, ein sehr informatives Gespräch. Ich fand es sehr spannend. Es waren letztendlich mit mir 5 Personen eingeladen, die ganz unterschiedliche Verläufe gezeigt haben. Da war ein Journalist dabei, der einen dramatischen Verlauf hatte. Ein älterer Patient, ein älterer Mensch, der letztendlich aufrecht in die Ambulanz reinmarschiert ist und 5 Stunden später intubiert war, wochenlang im künstlichen Koma war. Ein sehr, sehr langes Rehabilitationsprogramm hinter sich gebracht habe. Da waren 2 Damen, die die typischen Geschmacks- und Riechstörungen beschrieben haben. Und eben Mike Singer, ein Pop-Songwriter, der eben auch trotz seiner 22 Jahre sehr, sehr betroffen war von der ganzen Geschichte. Und mir war es eben sehr, sehr wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, wir dürfen die Gefährlichkeit des Virus nicht anhand seiner Letalität nur festmachen, sondern eben, was es mit uns macht in den Wochen und Monaten danach. Und wenn man einfach sieht, wie viele junge Menschen da auch ihr Leid ranziehen, dann würde ich mal sagen, ist das schon ein Ding, was wir ernst nehmen sollen. Und da waren wir d'accord, es ging um die Impfpflicht, soll man Menschen zwingen dazu. Und ich bin natürlich ein totaler Gegner von Zwang, sondern da hilft nur immer wieder Aufklärung, transparente Aufklärung. Und in der Diskussion durfte ich dann auch nochmal kritisieren, dass ich eben viele Sachen, die von der Politik bestimmt werden, einfach nicht verstehe. Und viele andere verstehen sie eben auch nicht. Also beispielsweise, warum werden Gastronomien geschlossen, warum wird das Theater geschlossen, aber große Discounter dürfen am Wochenende einen verkaufsoffenen Sonntag machen, wo man ja dann auch wieder viele Menschen hat. Und es war ein wirklich informatives Gespräch, wo wir, glaube ich, auch einen guten Konsens dann rausgefunden haben. Zum Schluss noch ein paar Eindrücke zu Ihnen persönlich. Sie machen persönlich gar nicht so den Eindruck, den man normalerweise von einem Arzt hat. Die Schirmmütze, die Tattoos, die man jetzt so nicht sieht, die lockere Sprache. Sind Sie einfach anders oder wollen Sie auch ein anderes Bild vom Arzt vermitteln? Definitiv nicht. Ich spiele hier nichts vor. Das könnte ich gar nicht, sondern hier sitzt tatsächlich Dr. Heinz Wilhelm Esser, Doc Esser, Heiwi Esser. Ich bin so, wie ich bin. Ich rede frei nach Schnauze.
Mein Anliegen war es aber immer, dass ich versuche, Informationen runterzubrechen für alle. Mhm. Dass alle da wissen, wo es vorne ist, wie es funktioniert. Und wenn mich die Leute so wahrnehmen, wenn die Leute mich auch als kredibil wahrnehmen, dann freut mich das natürlich sehr. Aber ich würde mir nie sowas hier aufziehen, nur um im Mainstream mitzuschwimmen. Ja. Aber es gibt ja immer noch so dieses Bild von den Halbgöttern in Weiß. Ist das schädlich oder wie beurteilen Sie das? Ich bin da kein Freund von. Also ich versuche, jeden Menschen abzuholen auf Augenhöhe. Ich muss nicht als Herr Obermedizinalrat Dr. Esser angesprochen werden. Mir wäre es eigentlich wichtiger, wenn die Leute mich als so eine vertrauensvolle Person annehmen, dass sie tatsächlich ihr Leben vielleicht ein bisschen verändern. Es ist mir immer ein großes Anliegen, gerade unsere Wohlstandssyndrome anzugehen. Wir vergessen neben Corona, dass wir noch an vielen anderen Dingen sterben können. Und wenn ich mir einfach überlege, dass aktuell 2/3 aller Männer und viele, viele Frauen einfach massiv zu dick sind und dadurch wirklich viele andere Erkrankungen sich anlachen, wie Bluthochdruck oder Bewegungsmangel oder Diabetes mellitus Typ 2, dann sind das so Dinge, wenn ich dann solche Menschen überzeugen kann, es ist toll, wenn du dich etwas gesünder ernährst, es ist super, wenn du dich bewegst und die nehmen mir es ab, dann ist mein Ziel gelungen und das ist mir viel, viel wichtiger als eben der Halbgott in Weiß. Das war Phoenix persönlich, heute mit Dr. Heinz-Wilhelm Esser. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wenn Sie Phoenix persönlich sehen wollen, gibt es regelmäßig im Phoenix-Programm und immer auf phoenix.de und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.